Damn. Yeah. Hallöchen, da bin ich mal wieder. Heute geht's mal wieder weiter. Kam jetzt wieder eine ganze Zeit lang kein Video. Hatte seine Gründe. Geiles Wetter, keine Lust. Ich bin halt noch einer, der nur Videos macht, wenn er Bock hat. Und ja, naja, wie dem auch sei, Paket bekommen von Crazy Crawler. Ich hoffe, ich drehe das nachher richtig rum, das Video. Also ich habe ja alles reingetan von Crazy Crawler, direkt kam nur diese Sachen hier. Packe ich jetzt hier mal schnell einzeln raus. Über die Felgen, da quatschen wir drüber, wenn die Reifen gekommen sind. Die Felgen kann ich aber, ich kann sie euch schon mal zeigen kurz. Das sind die G-Mate NR02 Beadlock Felgen. Die sind aus Kunststoff, Chrom mit so einem schönen Kappen hier, wie man das hier sieht. Das sind schöne Reifen, beziehungsweise Felgen. Reifen kommen auch noch neue. Das sind ja die alten hier gewesen. Die Proline Super Swamper. Die neuen von G-Mate, die haben quasi dasselbe Profil, also sind daran angelehnt. Die sehen fast identisch aus und ja. Dann haben wir hier noch drinne Klebegewichte für Alufelgen. Die habe ich von Spielzeug Appen bekommen. Recht lieben Dank nochmal dafür an Alex und Claudia. Da ich da ein kleines Malheur ist mir da passiert und wurde sofort nachgeschickt. Wie immer super Sache. Packen wir es mal beiseite. Aber heute soll es eigentlich nur um die Laserfoams gehen. Von Crazy Crawler. Die kosten 9 Euro irgendwas. Gibt es in verschiedenen Größen, da müsst ihr drauf achten. Könnt dann aber auch hinschreiben, wenn ihr Fragen habt dazu. Dazu gab es noch ein paar Sticker. Das sind jetzt zum Beispiel die Laserfoams 1.9 R104x35 Basic sind das. Ich hoffe, ich drehe das richtig. Ich mache es nochmal so rum im Fall. Ich drehe es dann doch falsch. Das sind alle bedient. Crazy Crawler findet ihr natürlich auf Facebook und auf YouTube. Einfach Crazy Crawler eingeben. Bei Instagram ist er, glaube ich, auch. Kommen wir erstmal zu den Laserfoams an sich. Die sehen so aus. Die haben jetzt... Steht das irgendwo? Moment mal. Ich weiß nämlich gerade gar nicht mehr, wie viele Zacken die haben. Schnell auf die Rechnung gucken. Kosten tun diese übrigens 9,95 Euro. Ne, wie viele Zacken haben, steht hier leider nicht. Ist aber auch nicht so wichtig. Ich glaube, die Zacken sind eh vorgegeben durch die Größe. Ja, was bringen sie? Also früher hat man sich das alles mühselig selber zugeschnitten. So sieht ja eine normale Einlage aus. Das hier ist eine ganz normale RTR-Einlage vom Vaterra Ascender. Und ihr seht schon einen deutlichen Unterschied. Erstens mal ist die Größe ein bisschen, die sind ein bisschen kleiner. Und halt diese Zacken. Wofür sind diese Zacken? Ich probiere es euch mal irgendwie zu zeigen. Ich nehme am besten den Karton. Habt ihr jetzt eine Kante, wo ihr hoch wollt? Kann ich euch das mal zeigen? So. Hier seht ihr schon. Das ist natürlich alles glatt, ne? Ich meine, ihr müsst ja noch rechnen, da ist ja noch das Profil drumherum. Aber so könnt ihr euch das vorstellen, was das ungefähr bringt. Diese Profile sind natürlich extrem weich. Und wenn dann im Inneren noch so eine Einlage ist, die schon Zacken hat, ist es natürlich deutlich, deutlich einfacher, da hochzukommen. Ne? Dafür sind die im Prinzip einfach, um noch mehr aus dem Reifen rauszuholen im Endeffekt. Und für den Preis kann man nicht meckern. Die Verarbeitung ist mega. Also man sieht keine Macke, kein Fehler, kein nichts.
Das sind wirklich richtig schöne Einlagen. Ich zeige euch das dann auch nochmal, wenn meine Reifen da sind. Die habe ich nämlich, genau wie die G-Mate Felgen, habe ich die bei RC Mord bestellt. Weil das mit dem Abkochen mit den Felgen nicht ganz geklappt hat. Benny hatte mir schon gesagt, Proline-Räder lassen sich scheiße abkochen. Ich wollte es dennoch probieren und hat recht behalten. Also der Kleber wollte sich selbst nach über eineinhalb Stunden nicht lösen. Ihr seht das hier, die sind völlig ausgefranst, eingerissen leider. Ja, sind für einen Mülleimer. Die Felgen haben sich auch verfärbt und sind noch Haufen Gummireste dran, wie man hier vielleicht erkennen kann. Ja, dumm gelaufen, was soll's. Wie gesagt, hab jetzt hier diese Felgen bei RC Mord bestellt und die G-Mate Reifen. Aber da, wie gesagt, da komme ich dazu, wenn es dann soweit ist. Ich wollte euch jetzt nur mal diese Foams ans Herz legen. Wenn ihr gerade dabei seid, einen Crawler zu bauen oder einen Scaler, das ist echt eine gute Investition, um noch das letzte bisschen aus den Reifen rauszuholen. Jede Empfehlung wert. Die gibt es natürlich auch für 2.2 Reifen und so weiter. 1.5 weiß ich nicht. Müsstet ihr vielleicht mal nachfragen. Aber wie gesagt, kann ich euch nur empfehlen. Ich werde euch einen Link zu Crazy Crawler unten in die Videobeschreibung packen. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, unten in die Kommentare. Jetzt werde ich noch ein Video drehen, um mal zu zeigen, was ich am Vaterra jetzt schon alles gemacht habe in der Zwischenzeit, wo ich keine Videos gemacht habe. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.